In der Welt des Sports gibt es nur wenige Marken, die so bekannt sind wie Nike. Die legendäre Marke, die für ihre innovativen Designs und bahnbrechenden Technologien bekannt ist, hat Millionen von Athleten inspiriert und ihre Performance verbessert. Doch die Geschichte von Nike ist mehr als nur die Geschichte eines erfolgreichen Unternehmens. Es ist die Geschichte von zwei Männern, die ihre Leidenschaft für den Sport und ihre Vision von Exzellenz und Innovation vereinten, um etwas zu schaffen, das die Welt verändern sollte. Die Geschichte von Phil Knight und Bill Bowerman, den Gründern von Nike, ist eine Geschichte von Entschlossenheit, Risikobereitschaft und dem unermüdlichen Streben nach Perfektion. Begleite uns auf einer Reise durch die aufregende und inspirierende Geschichte von Nike. Von den Anfängen als kleines Unternehmen namens Blue Ribbon Sports bis hin zur weltweit bekannten Marke, die sie heute ist. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, möchten wir dich darauf hinweisen, dass du uns mit einem kostenlosen Abo, einem Like oder auch einem Kommentar hilfst, Content wie diesen zu produzieren. Der Gründer von Nike, Phil Knight, wurde am 24. Februar 1938 in Portland, Oregon, geboren. Sein Leben war geprägt von vielen Herausforderungen, die ihn letztendlich dazu motivierten, eines der bekanntesten Unternehmen der Welt zu gründen. Als Kind war Phil Knight sehr sportlich und liebte es, Basketball zu spielen. Sein Vater war ein erfolgreicher Anwalt, aber Phil Knight hatte das Gefühl, dass er nie in seine Fußstapfen treten konnte. Stattdessen wollte er etwas erschaffen, das von Bedeutung war und Menschen inspirierte. Phil Knight studierte an der Stanford University und schloss sein Studium 1962 mit einem Bachelor-Abschluss in Buchhaltung ab. Während seines Studiums lernte er den japanischen Schuhhersteller Onitsuka kennen und wurde von deren Schuhen begeistert. Er erkannte das Potenzial dieser Schuhe für den amerikanischen Markt und beschloss, sie in den USA zu verkaufen. Bill Bowerman, der Mitbegründer von Nike, wurde am 19. Februar 1911 in Portland, Oregon geboren. Sein Leben war geprägt von Leidenschaft für Sport und dem Wunsch, seine Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich des Laufens zu verbessern. In seiner Jugend war Bill ein erfolgreicher Athlet, der sich auf das Laufen spezialisierte. Er war Teilnehmer der Olympischen Spiele von 1932 in Los Angeles und erreichte den 10. Platz im 5000-Meter-Lauf. Nach seinem Abschluss an der University of Oregon arbeitete er als Lehrer und Trainer für die Highschool seines Heimatortes Medford. Bill Bowerman war ein visionärer Trainer und experimentierte ständig mit neuen Technologien und Methoden, um seine Athleten schneller und effizienter zu machen. Er war der Erste, der auf die Idee kam, Sportschuhe mit Noppen zu versehen, um die Traktion auf Laufbahnen zu verbessern. Er entwarf auch spezielle Schuhe für seine Athleten, um ihnen einen Vorteil bei Wettkämpfen zu verschaffen. Phil Knight und Bill Bowerman trafen sich erstmals 1957, als Phil Knight Student an der University of Oregon war und Bill Bowerman als Assistenztrainer für das Leichtathletikteam der Universität arbeitete. Bill Bowerman erkannte schnell Phil Knights Potenzial als Läufer und half ihm, sein Lauftraining zu verbessern. Phil Knight schloss sein Studium ab und arbeitete dann für eine Weile bei einer Buchhaltungsfirma in Portland, bevor er ein Stipendium erhielt, um an der Stanford University zu studieren. Während dieser Zeit blieb er jedoch in Kontakt mit Bill Bowerman und bat ihn, ihm einige der neuen Laufschuhe des japanischen Herstellers Onitsuka zu schicken, die er in Japan kennengelernt hatte. Als die Schuhe in den USA ankamen, war Phil Knight von ihrer Qualität begeistert und erkannte das Potenzial, diese Schuhe in den USA zu verkaufen. Er kontaktierte Bill Bowerman und überzeugte ihn, sich an seinem Plan zu beteiligen, die Schuhe in den USA zu verkaufen. Zusammen gründeten sie 1964 das Unternehmen Blue Ribbon Sports, das später zu Nike wurde. Bill Bowerman brachte sein Fachwissen im Bereich des Laufens und seine Fähigkeit ein, innovative Schuhdesigns zu entwickeln, während Phil Knight das Unternehmen aufbaute und sich um die Finanzen kümmerte. Zusammen bildeten sie ein unschlagbares Team, das Nike zu einem der größten Sportartikelhersteller der Welt machte. Bowerman entwarf einige der bekanntesten Nike-Schuhe, wie den Waffle Trainer, der für seine einzigartige Sohle bekannt ist. Die Anfangszeit war jedoch schwierig, da Phil Knight das Unternehmen neben seinem Vollzeitjob betreiben musste und es Schwierigkeiten bei der Finanzierung gab.
Dennoch arbeitete er hart und verkaufte Schuhe aus dem Kofferraum seines Autos. Das Durchhaltevermögen der beiden Visionäre zahlte sich schließlich aus. Die Schuhe von Nike wurden immer beliebter und das Unternehmen begann zu expandieren. In den 1970er Jahren wurde Nike zur führenden Marke im Sportschuhmarkt und Phil Knight wurde zum Milliardär. Phil Knights Leben war nicht immer einfach. Er hatte Schwierigkeiten mit seinem Vater, der seine Entscheidung, Blue Ribbon Sports zu gründen, nicht unterstützte. Auch seine Ehe scheiterte und er hatte eine schwere Krebserkrankung, die er aber erfolgreich überwand. Trotz all dieser Herausforderungen gab Phil Knight nie auf. Sein Ehrgeiz und seine Entschlossenheit waren unerschütterlich und er schuf ein Unternehmen, das bis heute Millionen von Menschen inspiriert. Sein Vermächtnis wird als einer der größten Erfolgsgeschichten des amerikanischen Traums in Erinnerung bleiben. Bill war jedoch nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch ein Mann mit Prinzipien. Er war ein Kritiker des Vietnamkriegs und engagierte sich für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz. Er gründete auch eine Stiftung zur Förderung des Sports und der Fitness in Oregon. Bill Bowerman starb am 24. Dezember 1999 im Alter von 88 Jahren. Sein Vermächtnis lebt jedoch weiter und seine Innovationen und seine Leidenschaft für den Sport haben die Marke Nike zu dem gemacht, was sie heute ist. Sein unermüdliches Engagement für Exzellenz hat ihn zu einem der größten Pioniere im Bereich des Laufens gemacht. Wie konnte sich jedoch das Unternehmen Nike entwickeln? In den 1970er Jahren war Nike noch ein kleines Unternehmen mit begrenzten Ressourcen, das sich auf den Verkauf von Laufschuhen spezialisiert hatte. Aber Phil Knight und Bill Bowerman hatten eine Vision. Sie wollten Nike zu einer weltweit bekannten Marke machen. Um ihre Vision zu verwirklichen, setzten sie auf Innovation und Kreativität. Sie entwickelten neue Designs und Technologien, die es Athleten ermöglichten, schneller und weiter zu laufen. Und sie arbeiteten eng mit bekannten Athleten zusammen, um ihre Produkte zu verbessern und zu vermarkten. Eine der größten Erfolgsgeschichten von Nike war die Einführung des ersten Air Sole Shoes im Jahr 1978. Der Nike Air wurde von einem Designer namens Tinker Hatfield entworfen und war der erste Schuh, der mit einer sichtbaren Luftpolsterung ausgestattet war. Die Innovation sorgte für Furore und machte Nike zum Vorreiter in der Schuhindustrie. Es waren die Details, die für Knight und Bowerman wichtig waren und die ihnen den Erfolg einbrachten. In den frühen Tagen von Nike, als sie noch damit kämpften, ihre Marke bekannt zu machen, waren sie oft auf Messen und Ausstellungen unterwegs, um ihre Schuhe zu präsentieren. Eines Tages bemerkte Phil Knight jedoch etwas Seltsames. Überall auf diesen Veranstaltungen sah er die gleichen braunen Kartons, in denen die Schuhe von allen Unternehmen geliefert wurden. Knight und Bowerman wollten sich von der Masse abheben und ihre Schuhe auffälliger machen, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu erregen. Und so kam es, dass Knight die Idee hatte, die Kartons von Nike orange zu machen. Er ließ einen Stapel orange Kartons anfertigen und sie zu einem Turnier in Oregon bringen, bei dem er hoffte, dass sie den potenziellen Kunden auffallen würden. Die Idee funktionierte und die orange Farbe der Nike-Kartons wurde bald zu einem Markenzeichen der Marke. Es wurde zu einem Symbol für Nike-Produkte und half dabei, das Unternehmen von anderen Marken abzugrenzen. Heute sind die orangefarbenen Kartons von Nike weltweit bekannt und sind ein wichtiger Bestandteil der Marke. Aber es begann alles damit, dass Phil Knight eine Möglichkeit suchte, sich von der Masse abzuheben und die Aufmerksamkeit der Menschen auf seine Schuhe zu lenken. In den 80er Jahren setzte Nike seine Erfolgsgeschichte fort, indem es sein Angebot auf andere Sportarten ausweitete. Nike brachte innovative Designs auf den Markt, die speziell für Basketball, Tennis und andere Sportarten entwickelt wurden. Das Unternehmen arbeitete auch weiterhin mit bekannten Athleten zusammen, um seine Produkte zu verbessern und zu bewerben, darunter auch die Basketballlegende Michael Jordan. In den 90er Jahren wuchs Nike weiter und expandierte in neue Märkte, darunter Europa und Asien. Das Unternehmen eröffnete neue Geschäfte und startete aggressive Marketingkampagnen, die seine Marke auf der ganzen Welt bekannt machten. Verbunden wird der Erfolg auch immer wieder mit dem unverkennbaren Logo. Doch wo kommt das eigentlich her? In den 1960er Jahren war Phil Knight auf einer Reise nach Japan, als er auf die Firma Onitsuka Tiger traf, die heute unter dem Namen Asics bekannt ist.
Dort sah er das Potenzial, Laufschuhe nach Amerika zu importieren und verkaufen zu können. Also gründete er mit seinem ehemaligen Trainer, dem legendären Leichtathletiktrainer Bill Bowerman, die Firma Blue Ribbon Sports, BRS, und begann, Schuhe von Onitsuka Tiger zu importieren. Bowerman, der für seine innovative Trainingsmethoden und Ideen bekannt war, begann, die Schuhe zu modifizieren, um sie für seine Athleten und für den amerikanischen Markt geeigneter zu machen. So experimentierte er mit verschiedenen Materialien und Techniken und kam schließlich auf die Idee, das Sohlenprofil mit einem Waffeleisen in den Schuh zu pressen, um bessere Traktion und Grip zu erzielen. Dies führte schließlich zur Entwicklung des Nike Waffle Trainer, der 1974 auf den Markt kam und ein riesiger Erfolg für die Firma war. Allerdings hatte die Beziehung zwischen BRS und Onitsuka Tiger auch ihre Schwierigkeiten. Onitsuka Tiger versuchte, Bowerman und Knight zu zwingen, mehr Schuhe zu kaufen, als sie benötigten, und wollte auch die Kontrolle über den Verkauf und die Vertriebskanäle haben. Nach einer Weile hatten Bowerman und Knight genug und beschlossen, ihre eigenen Schuhe zu entwickeln und zu produzieren. So wurde 1971 das Nike-Logo entworfen und bald darauf begannen sie, ihre eigenen Schuhe herzustellen. Allerdings versuchte Onitsuka Tiger, BRS zu verklagen, da sie das Nike-Logo ohne ihre Zustimmung verwendet hatten. Schließlich schlossen sie jedoch einen Vergleich und BRS wurde gezwungen, alle Bestellungen bei Onitsuka Tiger zu stornieren und ihre eigenen Schuhe zu verkaufen. Doch das war nur der Anfang für Nike, denn mit ihren innovativen Designs und Technologien waren sie auf dem Weg, eine der erfolgreichsten Sportmarken der Welt zu werden. Die Geschichte von Nike zeigt uns, dass der Erfolg oft aus der Überwindung von Hindernissen und Herausforderungen resultiert. Bowerman und Knight hatten den Mut, ihr eigenes Ding zu machen und sich nicht von einem großen Hersteller dominieren zu lassen. Ihre Vision, innovative und qualitativ hochwertige Schuhe herzustellen, führte schließlich dazu, dass Nike zu einer der bekanntesten Marken der Welt wurde. Die Geschichte des Nike-Logos ist eine bemerkenswerte Geschichte darüber, wie ein einfaches Design zu einem der bekanntesten Markenlogos der Welt wurde. Die Ikone, die heute auf Millionen von Schuhen, Bekleidungsstücken und Accessoires zu sehen ist, wurde vor mehr als 50 Jahren von einer jungen Grafikdesignerin namens Caroline Davidson entworfen. Davidson, die damals Kunst an der Portland State University studierte, lernte Phil Knight, den Gründer von Nike, in einem Kurs kennen, den sie unterrichtete. Knight war zu der Zeit auf der Suche nach einem Logo für sein neues Unternehmen, das damals noch Blue Ribbon Sports hieß. Davidson erhielt den Auftrag, ein Logo zu entwerfen, das die Idee von Bewegung und Dynamik vermittelt. Sie arbeitete hart an ihrem Entwurf und schickte mehrere Skizzen an Knight. Nach einiger Überarbeitung einigte man sich auf das berühmte Swoosh-Logo, das heute weltweit bekannt ist. Knight und seine Mitarbeiter waren von dem Logo beeindruckt, aber sie hatten keine Ahnung, wie erfolgreich es werden würde. Sie waren jedoch nicht bereit, für das Design den vollen Preis zu zahlen und boten Davidson nur 35 US-Dollar für ihre Arbeit an. Davidson, die zu dieser Zeit dringend Geld brauchte, akzeptierte das Angebot. Obwohl das Logo in den ersten Jahren nicht so bekannt war, wurde es im Laufe der Zeit immer populärer. Nike wuchs zu einem weltweit bekannten Unternehmen heran und das Swoosh-Logo wurde zu einem Symbol für Sportlichkeit und Innovation. Davidson wurde schließlich für ihre Arbeit anerkannt und erhielt eine Einladung zur Nike-Firmenfeier, bei der sie eine Gold-Swoosh-Uhr und Nike-Aktien erhielt. Heute ist das Nike Swoosh-Logo ein Symbol für Erfolg und Leistung und steht für die Ideale, die Phil Knight und Bill Bowerman bei der Gründung ihres Unternehmens verfolgten. Es ist ein zeitloses Design, das die Kraft hat, Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren und zu motivieren. Und obwohl Caroline Davidson nur 35 US-Dollar für ihr Design erhalten hat, wird ihr Beitrag zur Geschichte von Nike und zur Popkultur unvergessen bleiben. Diese Geschichte ist so prägnant, dass sie immer wieder als Marketinglektion für Künstler genutzt wird, da sie zeigt, dass kreative Köpfe oft nicht ausreichend für den langfristigen Wert belohnt werden, den sie einem Projekt bringen. Genauso prägend sind auch die Innovationen, mit denen Nike immer wieder für Aufsehen sorgt. Es gibt immer wieder neue Barrieren, die durchbrochen werden. Und bei einer ist Nike maßgeblich dran beteiligt.
Es war ein Sonntagmorgen, als der Chef des World Athletics, Sebastian Coe, sich an seinen Schreibtisch setzte und seinen Computer startete. Als er seine E-Mails durchsah, entdeckte er eine Nachricht von einem besorgten Athleten, der sich über den Nike Vaporfly-Schuh beschwerte. Dieser Schuh hatte in den letzten Monaten für Furore gesorgt und Rekorde gebrochen, aber es gab auch Bedenken bezüglich seiner Leistungsfähigkeit und Fairness. Coe zögerte nicht lange und rief sofort eine außerordentliche Sitzung des World Athletics Council ein. Die Sitzung wurde schnell einberufen und die Mitglieder diskutierten hitzig über den Vaporfly und seine Auswirkungen auf die Wettkampfbedingungen. Einige Mitglieder waren der Meinung, dass der Schuh verboten werden sollte, da er angeblich einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Schuhen bieten würde. Andere argumentierten, dass der Schuh im Einklang mit den Regeln sei und dass der Markt ihn einfach akzeptiert hat. Als die Sitzung in vollem Gange war, betrat plötzlich der berühmte Läufer Eliud Kipchoge den Raum. Er hatte den Vaporfly bei seinem historischen Lauf unter 2 Stunden getragen und wollte sich für den Schuh aussprechen. Kipchoge argumentierte, dass der Schuh ihm geholfen habe, seinen Traum zu verwirklichen und dass er ein wichtiger Fortschritt für die Laufwelt sei. Die Mitglieder des Council waren beeindruckt von Kipchoges Leidenschaft und Entschlossenheit, aber sie blieben standhaft und stimmten für das Verbot des Vaporflies. Coe schrieb sofort eine Pressemitteilung und gab bekannt, dass der Vaporfly ab sofort bei Wettkämpfen nicht mehr erlaubt sei. Die Läufergemeinschaft reagierte auf die Entscheidung mit gemischten Gefühlen, aber es gab auch ein allgemeines Gefühl der Erleichterung, dass das Spiel wieder fairer geworden war. Obwohl der Vaporfly für offizielle Wettkämpfe verboten wurde, bleibt er ein Meilenstein in der Geschichte des Laufens und ein Symbol für den Fortschritt und die Innovation, die die Laufwelt antreiben. Kennst du den Vaporfly-Schuh und nutzt ihn vielleicht im Training? Fortschritt und Innovation ist jedoch nicht überall bei Nike ein Standard, an den man sich hält. Besonders die Arbeitsbedingungen sind oftmals rückschrittlich. Es ist eine Geschichte, die Nike lieber vergessen würde, aber sie ist Teil der Geschichte des Unternehmens. In den frühen 2000er Jahren hatte Nike ein Problem mit Fälschungen seiner Produkte. Die Fälschungen waren so gut gemacht, dass sie oft kaum von den Originalprodukten zu unterscheiden waren. Nike hatte Schwierigkeiten, gegen diese Fälschungen vorzugehen, da sie hauptsächlich in Asien hergestellt wurden und die Gesetze dort nicht so streng waren wie in den USA oder Europa. Die meisten Unternehmen hätten versucht, diese Fälschungen zu stoppen, aber Nike beschloss, einen anderen Ansatz zu verfolgen. Sie gingen auf die Hersteller der Fälschungen zu und boten ihnen an, offizielle Schuhe für Nike zu produzieren. Die Idee dahinter war, dass diese Hersteller bereits eine Menge Erfahrung in der Herstellung von Nike-Schuhen hatten und dass sie, wenn sie offiziell für Nike produzierten, keine Fälschungen mehr herstellen würden. Nike nannte diese Hersteller gefälschte Partner und bot ihnen an, offizielle Lieferanten für das Unternehmen zu werden. Die gefälschten Partner stimmten zu und begannen, offizielle Schuhe für Nike zu produzieren. In den folgenden Jahren baute Nike eine Beziehung zu diesen Herstellern auf und half ihnen dabei, ihre Produktion zu verbessern und ihre Arbeit an die hohen Standards von Nike anzupassen. Obwohl dieser Ansatz für einige Kontroversen sorgte, war er für Nike erfolgreich. Die Anzahl der Fälschungen nahm ab und die Qualität der offiziellen Schuhe, die von den gefälschten Partnern produziert wurden, war sehr hoch. Nike konnte so sein Geschäft in Asien ausbauen und sich auf das konzentrieren, was es am besten kann: die Entwicklung von innovativen Produkten und die Vermarktung seiner Marke. Heute ist Nike einer der größten Sportartikelhersteller der Welt und seine Produkte sind auf der ganzen Welt bekannt. Die Philosophie, mit den besten Fälschern zusammenzuarbeiten, mag für einige Menschen umstritten sein, aber sie war ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, um seine Position auf dem globalen Markt zu stärken. Die Geschichte der Arbeitsbedingungen bei Nike ist eine, die sowohl schockiert als auch zum Nachdenken anregt. Im Jahr 1990 deckte die Los Angeles Times auf, dass Nike-Produkte in Sweatshops hergestellt wurden, in denen Arbeiterinnen in Südostasien unter schrecklichen Bedingungen arbeiteten. Die Arbeiterinnen wurden gezwungen, Überstunden zu machen, wurden schlecht bezahlt und waren oft gezwungen, in unhygienischen und gefährlichen Arbeitsumgebungen zu arbeiten. Nachdem die Öffentlichkeit
Öffentlichkeit von diesen schrecklichen Arbeitsbedingungen erfahren hatte, stand Nike unter großem Druck, ihre Produktionsmethoden zu ändern. Das Unternehmen versprach, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen und eine unabhängige Überwachungskommission für die Arbeitsbedingungen in den Fabriken einzurichten. Jedoch hielten sich Nike und andere Sportbekleidungsunternehmen nicht immer an ihre Versprechen. Im Jahr 2011 wurde Nike von der Internationalen Arbeitsorganisation für die schlechte Behandlung seiner Arbeiter in Indonesien, Vietnam und China kritisiert. Die Arbeitsbedingungen in diesen Ländern waren immer noch unzureichend und die Arbeiterinnen wurden oft für Überstunden nicht bezahlt oder in unangemessenen Unterkünften untergebracht. Infolgedessen starteten Aktivisten eine Kampagne gegen Nike, die von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen unterstützt wurde. Unter dem Druck von Protesten und öffentlicher Empörung verpflichtete sich Nike erneut, seine Arbeitsbedingungen zu verbessern. Obwohl das Unternehmen seitdem Fortschritte gemacht hat und sich weiterhin dafür einsetzt, ethische und nachhaltige Produktionsmethoden zu fördern, bleibt die Geschichte der Arbeitsbedingungen bei Nike ein wichtiger Lehrmoment und erinnert uns daran, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher die Macht haben, mit unserem Kaufverhalten positive Veränderungen zu bewirken. Anfangs waren die Geschäfte schwierig und Nike war gezwungen, ihre Produkte von anderen Herstellern zu beziehen und sie dann mit ihrem eigenen Logo zu versehen. Doch mit der Zeit begannen sie, eigene Schuhe zu entwerfen und zu produzieren, die die Bedürfnisse von Athleten besser erfüllten als alles, was zuvor auf dem Markt war. Um ihre Schuhe bekannt zu machen, begann Nike damit, professionelle Athleten zu sponsern. Einer der ersten Athleten, die von Nike gesponsert wurden, war der Tennisspieler Ilie Nastase im Jahr 1972. Nastase trug Nike-Schuhe bei den US Open und verhalf der Marke so zu einem großen Bekanntheitsgrad. In den 1980er Jahren erreichte das Sponsoring von Athleten durch Nike ein neues Level. Nike begann, Basketball-Superstars wie Michael Jordan und Charles Barkley zu sponsern und ihre Schuhe wurden zum Symbol für den Sport an sich. Die Verkaufszahlen schossen durch die Decke und Nike wurde zu einem der bekanntesten Sportartikelhersteller der Welt. In den folgenden Jahren dehnte Nike sein Sponsoring auf immer mehr Sportarten aus. Sie sponserten Marathonläufer, Fußballspieler, Golfprofis und vieles mehr. Nike wurde zu einer Marke, die nicht nur für ihre innovativen Produkte, sondern auch für ihre Verbindung zu den besten Athleten der Welt bekannt war. Heute sponsert Nike einige der bekanntesten Athleten auf der ganzen Welt, darunter Serena Williams, LeBron James, Cristiano Ronaldo und Tiger Woods. Das Sponsoring von Athleten ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells von Nike und hat dazu beigetragen, dass sie zu einem der größten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt geworden sind. Vor über 3 Jahrzehnten erkannte Nike, dass das Sponsoring von Musikern und Künstlern eine ebenfalls einzigartige Möglichkeit ist, die Marke zu fördern und neue Zielgruppen zu erschließen. Es begann mit dem ikonischen Revolution-Spot aus dem Jahr 1987, in dem Nike seine Schuhe im Kontext von Musik und Kultur präsentierte. Der Spot war ein großer Erfolg und verhalf Nike zu einem neuen Image als stilvolle und innovative Marke. In den folgenden Jahren setzte Nike seine Zusammenarbeit mit Musikern und Künstlern fort. Einige der bekanntesten Kooperationen waren die mit Michael Jackson, der den Moonwalk in einem Werbespot für Nike performte, oder mit Run-DMC, die mit ihrem Song My Adidas den Weg für die Zusammenarbeit von Sportbekleidungsunternehmen und Hip-Hop-Kulturen ebneten. In den 90er Jahren wurde Nike immer aggressiver in der Werbung mit Musikern und Künstlern. Sie begannen, Athleten und Musiker in einer Kampagne zu vereinen, die die Verbindung zwischen Sport und Musik in den Vordergrund stellte. Eines der bekanntesten Beispiele war die Zusammenarbeit mit dem legendären Basketballspieler Michael Jordan und dem Hip-Hop-Star Spike Lee, der ihn in einer Reihe von Werbespots verkörperte. Die Kampagne war ein riesiger Erfolg und trug wesentlich dazu bei, den Status von Michael Jordan als einer der bekanntesten Athleten und Werbeträger der Welt zu festigen. In den letzten Jahren hat Nike seine Zusammenarbeit mit Musikern und Künstlern weiter ausgebaut und umfasst mittlerweile eine Vielzahl von Stars aus verschiedenen Genres. So hat Nike zum Beispiel mit dem Rapper Kendrick Lamar zusammengearbeitet, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt und in seinen Songs immer wieder politische Botschaften vermittelt. Außerdem hat Nike auch mit Künstlern wie Travis Scott und Drake zusammengearbeitet, um neue Zielgruppen zu erreichen und das Markenimage zu fördern.
Insgesamt hat Nike mit seinem Sponsoring von Musikern und Künstlern ein neues Kapitel in der Geschichte des Marketings aufgeschlagen. Die Zusammenarbeit mit Stars aus verschiedenen Bereichen hat dazu beigetragen, die Marke zu fördern, neue Zielgruppen zu erschließen und den Status von Nike als eine der einflussreichsten Marken der Welt zu festigen. Doch nicht jedes Sponsoring trägt auch immer langfristigen Erfolg, wie Lance Armstrong feststellen musste. Lance Armstrong war ein Star des Radsports und ein Held in den Augen von Millionen von Menschen. Seine unglaublichen Erfolge im Radsport machten ihn zu einem der bekanntesten Sportler der Welt. Doch sein Ruhm und seine Karriere wurden durch einen Dopingskandal erschüttert, der nicht nur seine sportlichen Leistungen, sondern auch sein Ansehen und das seiner Sponsoren beeinträchtigte. Nike war einer der wichtigsten Sponsoren von Armstrong und unterstützte ihn mit Millionen von Dollar. Der Radsportler war das Aushängeschild der Marke und trug die Nike-Schuhe und Kleidung bei vielen seiner Wettkämpfe. Doch im Jahr 2012 wurden Armstrong und seine Mannschaft von der US-Anti-Doping-Agentur beschuldigt, jahrelang gedopt zu haben. Die Anschuldigungen waren schwerwiegend und der Fall wurde schnell zum größten Dopingskandal in der Geschichte des Radsports. Im Rahmen einer Untersuchung durch die USADA wurde bewiesen, dass Armstrong nicht nur selbst gedopt hatte, sondern auch seine Mannschaft dazu ermutigt hatte. Darüber hinaus wurden Beweise dafür gefunden, dass Armstrong versucht hatte, Dopingtests zu manipulieren und Zeugen zu bestechen. Nike stand vor einem Dilemma. Der Skandal hatte das Ansehen der Marke beschädigt und die Frage war, ob sie weiterhin an Armstrong festhalten sollten oder ob sie sich von ihm distanzieren sollten. Schließlich entschied sich Nike, die Zusammenarbeit mit Armstrong zu beenden und er erklärte in einer Erklärung, dass sie enttäuscht und traurig über die Vorwürfe waren. Der Dopingskandal von Lance Armstrong und seine Folgen hatten weitreichende Auswirkungen auf den Radsport und den Sport im Allgemeinen. Viele Fans und Unterstützer fühlten sich betrogen und die Glaubwürdigkeit des Radsports wurde in Frage gestellt. Der Skandal hatte auch Auswirkungen auf die Sponsoren von Armstrong, die sich mit der Frage konfrontiert sahen, wie sie mit einem solchen Fall umgehen sollten. Für Nike war es ein schwieriger Moment, aber sie zeigten, dass sie für Integrität und Fairness eintraten, indem sie ihre Zusammenarbeit mit Armstrong beendeten. Der Skandal war jedoch ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, dass Sportler und Marken für ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen werden und dass Doping und Betrug im Sport niemals toleriert werden sollten. Die Paradise Papers waren ein riesiger Datenleck-Skandal, bei dem im Jahr 2017 eine massive Menge an Dokumenten von einer Anwaltskanzlei namens Appleby gestohlen wurden. Diese Dokumente wurden anschließend von der International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, analysiert und veröffentlicht. Unter den vielen Unternehmen, die in den Dokumenten genannt wurden, war auch Nike. Die Paradise Papers zeigten, dass Nike Steuerparadiese genutzt hatte, um seine Gewinne zu maximieren und Steuern zu sparen. Nike hatte mehrere Tochtergesellschaften in Steueroasen wie Bermuda, den Cayman Islands und den Niederlanden gegründet, um seine Gewinne zu optimieren und Steuern zu minimieren. Als die Paradise Papers veröffentlicht wurden, wurde Nike für seine Steuervermeidung kritisiert. Es wurde argumentiert, dass Unternehmen wie Nike ihre Gewinne in Ländern erzielen, in denen sie hohe Steuersätze zahlen müssen, während sie ihre Gewinne in Ländern mit niedrigen Steuersätzen verstecken. Dies führt dazu, dass die Steuern, die sie zahlen müssen, viel niedriger sind, als sie sein sollten. Nike reagierte auf die Paradise Papers und betonte, dass das Unternehmen sich stets an alle Steuergesetze gehalten habe und keine illegalen Aktivitäten durchgeführt habe. Das Unternehmen stellte klar, dass es seine Steuern in Ländern zahle, in denen es Geschäfte betreibe und dass es nur eine begrenzte Anzahl von Tochtergesellschaften in Steueroasen habe. Trotzdem hat die Veröffentlichung der Paradise Papers dazu beigetragen, den Fokus auf die Steuervermeidung von Unternehmen wie Nike zu lenken und die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Es bleibt abzuwarten, ob zukünftige Gesetzgebungen und regulatorische Maßnahmen dazu führen werden, dass Unternehmen wie Nike ihre Steuerpraktiken ändern müssen. Dabei nutzte Nike in Europa vor allem die bekannte CVBV-Struktur. Die CVBV-Struktur ist eine spezielle Form der Unternehmensstruktur, die oft von multinationalen Konzernen genutzt wird, um steuerliche Vorteile zu erzielen. CV steht für Kommanditäre Vennootschap
was auf Niederländisch Kommanditgesellschaft bedeutet, während BV für Besloten Vennootschap steht, was auf Deutsch so viel wie geschlossene Gesellschaft bedeutet. In dieser Struktur fungiert die CV als das operative Unternehmen, während die BV die Rolle der Holdinggesellschaft übernimmt. Die CV wird als Kommanditgesellschaft organisiert, bei der ein oder mehrere Teilhaber für die Schulden der Gesellschaft haften, während andere Teilhaber lediglich Kapital beisteuern und somit nicht für Schulden haften. Die BV hält in der Regel alle Anteile an der CV und erhält somit alle Gewinne, die von der CV erwirtschaftet werden. Die BV kann auch als Steuersparvehikel fungieren, indem sie in einem Land ansässig ist, das günstigere Steuersätze bietet als das Land, in dem die CV tätig ist. Obwohl die CV-BV-Struktur legal ist, gibt es auch einige Kritikpunkte an dieser Praxis. Einige argumentieren, dass es sich um eine aggressive Steuervermeidung handelt und dass große Unternehmen dadurch ungerechtfertigte Vorteile gegenüber kleineren Unternehmen erhalten. Es war ein Skandal, der die Welt des College-Sports erschütterte. Der NCAA-Bestechungsskandal betraf einige der bekanntesten Colleges und Universitäten in den USA und zog Kreise bis in den professionellen Basketball. Es begann damit, dass ein FBI-Ermittler im Jahr 2017 eine Untersuchung wegen Korruption im College-Basketball einleitete. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden mehrere Personen verhaftet, darunter auch Trainer und Berater von Spielern. Die Ermittlungen ergaben, dass mehrere Colleges und Universitäten bereit waren, Spieler mit Geld oder anderen Leistungen zu bestechen, um sie dazu zu bringen, für ihre Teams zu spielen. In einigen Fällen zahlten Sponsoren auch Geld an Trainer oder Berater, um sicherzustellen, dass bestimmte Spieler an bestimmte Universitäten gingen. Einige der prominentesten Namen im College-Sport waren in den Skandal verwickelt, darunter die University of Arizona, die University of Louisville und die University of Kansas. Auch der bekannte Schuhhersteller Adidas war involviert. Der Skandal führte zu zahlreichen Konsequenzen, darunter der Rücktritt von Trainern und Administratoren sowie Sanktionen gegen betroffene Universitäten. Einige Spieler, die in den Skandal verwickelt waren, wurden suspendiert oder vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Der NCAA-Bestechungsskandal war ein trauriges Kapitel in der Geschichte des College-Sports. Doch er zeigte auch, dass Korruption und Bestechung nicht geduldet werden dürfen und dass es wichtig ist, dass die Integrität des Sports bewahrt bleibt. Doch was hat Nike damit zu tun? Nike war in den NCAA-Bestechungsskandal verwickelt, weil ein ehemaliger Nike-Mitarbeiter und Berater für Basketballangelegenheiten, Merle Cote, beschuldigt wurde, Bestechungsgelder an Basketballspieler zu zahlen, damit sie an Universitäten spielten, die von Nike gesponsert wurden. Die Universitäten waren auch Teil des Nike-Programms zur Förderung von Elite-Basketballspielern. Einige der Spieler, die bestochen wurden, erhielten auch spätere Verträge mit Nike, nachdem sie Profis geworden waren. Nike bestritt jedoch jegliche Kenntnis von den Handlungen von Merle Cote und arbeitete mit den Ermittlern zusammen. Der Vorfall war ein weiterer Schlag für das Unternehmen, das bereits in verschiedene Skandale verwickelt war. Alberto Salazar war einst einer der bekanntesten und erfolgreichsten Trainer im Laufsport. Unter seiner Führung gewannen Athleten, die für Nike starteten, mehrere olympische Medaillen und Weltmeisterschaften. Doch im Jahr 2019 kam es zu einem Skandal, der die Karriere von Salazar beendete und das Image von Nike schwer beschädigte. Es begann damit, dass Salazar und sein Kollege Jeffrey Brown beschuldigt wurden, Dopingmethoden angewandt zu haben, um die Leistung ihrer Athleten zu steigern. Die US-Anti-Doping-Agentur, USADA, leitete eine Untersuchung ein und fand Beweise dafür, dass Salazar und Brown verbotene Substanzen wie Testosteron und EPO an Athleten verabreicht hatten. Als diese Vorwürfe bekannt wurden, geriet auch Nike in die Kritik, denn das Unternehmen hatte Salazar und seine Athleten finanziell unterstützt und ihnen die neueste Technologie zur Verfügung gestellt, um ihre Leistung zu verbessern. Nike hatte auch in das Oregon Project investiert, eine Trainingsgruppe, die von Salazar geleitet wurde. Die Vorwürfe gegen Salazar und Nike führten zu einer Untersuchung der USADA und der US-amerikanischen Finanzaufsichtsbehörde SEC. Nike gab schließlich bekannt, dass sie das Oregon Project schließen würden und Salazar von allen Verbindungen zum Unternehmen trennen würden.
Die Auswirkungen auf das Image von Nike waren beträchtlich. Das Unternehmen hatte zuvor betont, dass sie sich für sauberen Sport einsetzten und die Athleten unterstützten, aber der Skandal warf Zweifel an ihrer Integrität auf. Nike musste sich dafür entschuldigen und versprechen, dass sie in Zukunft für Transparenz und Sauberkeit im Sport eintreten würden. Infolgedessen hat der Skandal von Alberto Salazar und Nike das Unternehmen dazu veranlasst, ihre Unterstützung für Sportler und Trainer sorgfältiger zu überdenken und sicherzustellen, dass sie sich an ethische Standards halten und für einen fairen und sauberen Sport eintreten. Im Jahr 2018 wurde Nike mit einem weiteren Skandal konfrontiert, als weibliche Mitarbeiterinnen Führungskräften des Unternehmens sexuelle Belästigung und Diskriminierung vorwarfen. Es begann mit einem offenen Brief, in dem mehrere ehemalige und aktuelle Mitarbeiterinnen von Nike den Mangel an Gleichstellung und die toxische Kultur innerhalb des Unternehmens beschrieben. Die Frauen beschrieben Fälle von Sexismus, Belästigung und Diskriminierung, die sie bei Nike erlebt hatten. Sie behaupteten, dass es bei Nike ein ungleiches Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen gibt und dass Frauen regelmäßig bei Beförderungen übergangen werden. Einige Frauen berichteten auch von Übergriffen und Belästigungen durch männliche Führungskräfte. Die Beschwerden wurden öffentlich, als mehrere Frauen ihre Geschichten in den Medien erzählten. Es stellte sich heraus, dass Nike bereits seit Jahren von diesen Vorwürfen wusste, aber nichts unternommen hatte, um die Situation zu verbessern. Infolgedessen gab es massive öffentliche Empörung und Druck auf das Unternehmen, um schnell Maßnahmen zu ergreifen. Nike reagierte darauf mit einer öffentlichen Entschuldigung und einem Plan zur Verbesserung der Gleichstellung und Diversität im Unternehmen. Das Unternehmen begann, seine Führungskräfte zu schulen und eine Kultur des Respekts und der Gleichstellung zu fördern. Nike setzte sich auch das Ziel, bis 2022 die Hälfte aller neuen Einstellungen von Frauen zu machen und den Anteil von Minderheiten in Führungspositionen zu erhöhen. Der Skandal von 2018 war ein weiterer schwerer Schlag für Nike, der zeigte, dass das Unternehmen immer noch Schwierigkeiten hatte, mit den Herausforderungen der Gleichstellung umzugehen. Doch Nike nahm den Vorfall zum Anlass, um Verbesserungen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen. Die Reporter des NDR, der Zeit und der Flip-Redaktion begannen ihre Ermittlungen nach einer Beschwerde von Mitarbeitern einer Entsorgungsfirma, die von Nike beauftragt worden war, Waren zu vernichten. Diese Mitarbeiter hatten verdächtige Mengen an Markenware bemerkt und sich deshalb an die Journalisten gewandt. Nach eingehender Untersuchung fanden die Reporter heraus, dass Nike in seinen Lagern in Deutschland nicht nur große Mengen an Retouren vernichtet hatte, sondern auch unbenutzte und unbeschädigte Produkte. Es wurde geschätzt, dass in den letzten 5 Jahren mehrere Millionen Produkte vernichtet worden waren. Die Produkte wurden auf Deponien vergraben oder in speziellen Anlagen verbrannt. Die Reporter fanden Beweise dafür, dass Nike dies tat, um den Preis seiner Produkte hochzuhalten und die Marke exklusiver zu machen. Dieser Skandal löste eine Welle der Empörung aus, nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch bei Umweltschützern, die die Verschwendung von Ressourcen und die Umweltverschmutzung durch das Verbrennen von Produkten anprangerten. Nike reagierte schnell auf die Vorwürfe und gab eine Erklärung ab, in der sie zugaben, dass sie die falsche Entscheidung getroffen hatten. Sie versprachen, ihre Geschäftspraktiken zu überdenken und sich in Zukunft für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einzusetzen. Dieser Skandal zeigte, wie der Wunsch nach Profit und Prestige die Unternehmen dazu veranlasst, ethisch fragwürdige Entscheidungen zu treffen und dabei die Konsequenzen für die Umwelt und die Gesellschaft zu ignorieren. Heute ist Nike eine der bekanntesten Marken der Welt und hat ein breites Angebot an Sportbekleidung, Schuhen und Ausrüstung für fast alle Sportarten. Das Unternehmen hat seinen Erfolg nicht nur seinen innovativen Produkten und Marketingkampagnen zu verdanken, sondern auch seinem Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Nike setzt sich für die Umwelt ein und arbeitet daran, seine Produktion und Lieferkette zu verbessern, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Die Geschichte von Nike ist eine Geschichte von Entschlossenheit, Kreativität und Innovation. Das Unternehmen hat gezeigt, dass man mit einer Vision
einem klugen Geschäftsmodell und einem unermüdlichen Streben nach Perfektion großartige Dinge erreichen kann. Insgesamt lässt sich sagen, dass Nike in seiner fast 60-jährigen Geschichte viele Erfolge verzeichnen konnte. Die Marke hat sich zu einem der größten Sportartikelhersteller der Welt entwickelt und ist für seine Innovationen und seine Unterstützung von Athleten und Künstlern bekannt. Von Anfang an war die Vision von Nike, die Grenzen des Möglichen im Sport zu sprengen, und das Unternehmen hat dies mit seinen Produkten und seinen Kampagnen immer wieder bewiesen. Jedoch gab es auch viele Skandale, die Nike in den letzten Jahren erschüttert haben. Insbesondere die Vorwürfe in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und das Sponsoring von Sportlern und Musikern haben das Unternehmen in ein schlechtes Licht gerückt. Die Vorwürfe des Dopingskandals von Lance Armstrong und des NCAA-Bestechungsskandals haben ebenfalls das Image von Nike beeinträchtigt. Es ist klar, dass Nike in der Vergangenheit viele Herausforderungen hatte, aber das Unternehmen hat versucht, diese durch eine verbesserte Transparenz und eine Verpflichtung zu ethischen Geschäftspraktiken anzugehen. Es bleibt abzuwarten, wie Nike in Zukunft damit umgehen wird und ob es gelingen wird, sein Image und seine Reputation zu verbessern. Eines ist jedoch sicher: Nike wird immer ein wichtiger Teil der Sport- und Modeindustrie bleiben und seine Innovationen werden weiterhin die Grenzen des Möglichen im Sport erweitern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was du über Nike denkst. Du kannst uns auch mit einem kostenlosen Abo und einem Like unterstützen. Dabei hilfst du uns, noch mehr Content zu kreieren.